Und damit wieder ein herzlich willkommen bei Kingdom Hearts. Chains of Memory oder so. Ketten der Erinnerung. So, einmal auf die einmal auf die Karte lutzen. Wir müssen nach oben. Da glaube ich, müsste das hier der richtige Weg sein. Okay. Hier die Leiter hoch. Zum Glück haben wir hier schon so viel alles eigentlich aufgeräumt. Dadurch haben wir ja auch ein paar Level-Ups gemacht. Das ist alles legitim. Also. So, eine rote Karte. Villa. Was haben wir denn, was wir sicher nie werden nutzen? Und was wir jetzt am besten loswerden? Und hier ist die Schlüsselkarte. So, Sesam, öffne dich. Entschuldigung, ich habe gedacht, es würde eine Filmszene kommen, deswegen habe ich das Mikro einfach schon ausgeschaltet. Irre ich mich oder sehen jetzt alle Räume inzwischen gleich aus? Vielleicht gehen wir ja einfach im Kreis. Sie war echt keine Hilfe. Da regt sich Naseweiß auf. Oder Tinkerbell. Ich glaube, du hast sie vor den Kopf gestoßen, Donald. Naseweiß, was machst du denn? Hör mal, du solltest die Piraten doch nicht mitbringen. Zurück, Piraten! Sonst wird das hier euer letzter Kampf. Oh, sei nicht so unhöflich. Wir sind keine Piraten. Wir sind nur hier, weil... warum sind wir hier, Sora? Hä? Woher soll ich das wissen, Donald? Goofy, was meinst du? Gute Frage. Okay, ich verstehe. Sora, Donald und Goofy, richtig? Echt Piraten würden sich wohl kaum auf ihrem eigenen Schiff verlaufen. Und ihr seid ziemlich witzig gekleidet. Ah, geht das wieder los? Warte, du dachtest also, wir wären Piraten? Dann muss das ein Piratenschiff sein. Richtig, ihr seid gefangen an Bord der Jolly Roger. Kapitän Hooks berüchtigtes Schiff. Wenn wir gefangen sind, dann bist du es auch. Ich? Red keinen Unsinn. Niemand nimmt Peter Pan gefangen. Ich halte bloß den Ball flach, bis meine Stunde kommt. Was hast du vor? Die Piraten haben meine Freundin Wendy entführt. Sie muss irgendwo hier auf diesem Schiff sein. Ich hatte hier jedoch nicht so viele Wachen erwartet. Ich habe Naseweiß losgeschickt, damit sie sich umsieht. Aber sie hat nur euch gefunden. Ich glaube, ich weiß, was Naseweiß vorhatte. Wenn wir alle genug Krach machen, einen Moment, so, können wir die Piraten ablenken. Du hast wohl ihre Gedanken gelesen, oder? Was sagst du? Halten wir zusammen, zumindest bis wir vom Deck sind, was? Klar, warum nicht? Ich könnte Wendy natürlich auch alleine retten, wenn ich wollte. Aber ihr drei seht so aus, als wärt ihr ohne mich verloren. Hast du denn gar keine Manieren? Nein. So, Karte der Fügung erhalten. Sind wir jetzt wieder aus... Nee, wir sind jetzt noch... Nee, wir sind raus aus dem Raum. Die Tür ist jetzt einfach verschwunden. Okay. Hier ist doch so ein Geheimraum, wo ich nicht weiß, wie wir da hinkommen.
Oder waren wir da? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, Leute. Huch. So. Und das müsste dann hier sein. Irgendeine Einserkarte. Wie gesagt, hier sind ja Karten, die ich nicht unbedingt haben will. Die kann man sehr schön hier... Ach so. Toll. Das war nicht der Raum. Sondern... Oh, der. Okay. Okay. Aber gut, dann haben wir hier schon eine Karte verschwendet. Eine auf die richtige Stelle gebracht. Dann müssen wir nächstes Mal nur... das Ding da bringen. So. Hier jetzt nicht der Speicher. Nee, ist er nicht. Nicht der Speicherraum. Gut, dann sind wir auf dem richtigen Weg, gehe ich davon aus. Hoffe ich gerade. Jo, da hinten ist die Tür, die ich suche. So. Eine Neuner. Oh mein Gott. So, den hier. Ups. Da ist sie ja. Peter? Peter Pan? Wendy, geht's dir gut? Ich bin mit meinen drei neuen Helfern gekommen, um dich zu retten. Los, runter von dieser undichten Wanne und rein ins Abenteuer. Du, Peter? Ich muss dir was sagen. Ich möchte zurück nach London. Was redest du denn da? Wenn du in Nimmerland bleibst, bleibst du ewig Kind und jeder Tag ist ein Abenteuer. Aber gehst du zurück nach London, wirst du aufhören, ein Kind zu sein. Du wirst erwachsen und wir werden uns nie wiedersehen. Ich weiß, Peter, aber ich möchte nach Hause. Ich habe dich gerettet und dir ist es egal, ob du mich je wiedersehen wirst? Nein, du verstehst nicht. Wie du meinst. Ach, und retten kannst du dich meinetwegen auch selbst. Ich verschwinde. Hey, warte doch mal. Weg ist er. Oh, Peter. Das war aber ungestüm. Was machen wir jetzt? Was ungestüm? Hey, ich habe eine Idee. Überlegen wir uns doch, was wir tun, wenn wir an Deck sind. Das ist zwar keine Idee, aber du hast dich unrecht. Draußen erwartet uns eine Menge Ärger. Wendy, du bleibst hier. Wir werden versuchen, sie ein wenig abzulenken. Okay, seid vorsichtig. Vielleicht ändert Peter seine Meinung und kommt zurück, also warte besser hier. So, Schlüssel des Seils. Jetzt müssen wir in den Raum, wo wir gerade waren. So, die Tür ist jetzt auf. Zu Wendy dürfen wir jetzt auch nicht mehr. Und ich bin zu dumm, da hochzuspringen. Und ich habe von unten genau das hier gesehen. Und ich dachte mir... da stehen noch Fässer. Wollte sie zuerst ignorieren, aber ich habe mir schon fast gedacht, dass dann hier auch noch Gegner sind. Das ist natürlich... eigentlich gut für mich ist, damit ich noch trainieren kann. Oh, da kann man kann auch flüchten auskämpfen. Okay, habe ich gerade jetzt vielleicht auch schon andere Folgen rausgefunden, aber gerade wieder neu entdeckt. Das hat doch manchmal Vorteile, wenn man die Spiele... ja, sagen wir doch mal so, manchmal Pause hat, dann entdeckt man immer wieder neue Sachen.
ich auch noch wollte fragen hier. Ich hatte überlegt, eigentlich vielleicht Kingdom Hearts und so im Stream vielleicht auch zu spielen. Aber vielleicht weiß ich noch nicht, ob das jetzt so ein Projekt ist, was ich im Stream will spielen. Es ist nämlich gerade auch schön, wieder Let's Plays aufzunehmen, muss ich sagen. Ich hab das ein bisschen ja vernachlässigt, aber auch wegen zeitlichen Gründen. Weil ich mich irgendwie nur auf Let's Play oder Streams irgendwie konnte konzentrieren eine Zeit lang. Also nur an etwas von den beiden und ja. War es halt eher... Ich will nur mal gucken, das wäre hier in dem Raum. Wie kriegen wir denn hier noch eine Tür hin? Wahrscheinlich gar nicht. Das ist schade irgendwie. Aber... Wir sind hier in der Nähe eines Speicherplatz. Und bevor wir zum Endgegner da laufen, gönnen wir uns das mal. Ich glaube, ich hatte noch keine Folge so lange in einem Bereich, also in einer Welt bei Shades of Memory wie hier. Ich glaube, das geht jetzt schon 4 Folgen. Sonst ist es, glaube ich, immer Maximum 2 oder... Nee, ich glaube, Maximum, glaube ich, hatte ich einmal 3, aber meistens mit 2 war ich fertig. So. Sesam, öffne dich. Hier kommen wir. Und ich brauche was zu trinken nach dieser Aufnahme dann. Puh, das hätten wir geschafft. Da seid ihr ja, ihr Früchtchen. Was fällt euch ein, euch auf Captain Hooks Schiff zu schleichen? Ihr seid doch bestimmt Freunde von Peter Pan. Habe ich recht? Sind wir das? Das sah er vorhin aber gar nicht so. Ja, er war im Nu weg. Er hat sogar Wendy im Stich gelassen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr wagt es, mich zu ignorieren und euch gegen mich zu verschwören? Ungezogene Gören, ihr steckt doch mit Peter Pan unter einer Decke. Wenn du das sagst. Wie dem auch sei, du lässt uns jetzt von Bord gehen. Und Wendy kommt mit uns. Meint ihr, dass ihr Taugenichtse. Meint ihr das, ihr Taugenichtse? So war das, die Frage richtig stellen. Ich bin euch einen Schritt voraus. Wendy! Wenn ihr Ärger macht, landet Wendy bei den Haien. Du Lump! Glaub mir, anders wäre es mir lieber. Ich brauche Wendy noch als Köter für diesen Peter Pan. Dann muss ich den Köter ja bloß schnappen. Peter! Da bin ich, Hook. Hast du mich vermisst? Unverschämter Bengel, heute büßt du dafür, dass du mir meine Hand genommen hast, nicht Hände. Und... Oh! Ah! Du hast mich das letzte Mal zum Narren gehalten, Pan. Ich fass dich auf. So. Da kämpfen wir jetzt hier gegen Hook. Alleine? Oder kommt Pan auch, Peter hier auch mit rein? Ja, ich kann mal Special rufen. Oha, er hat ja viele Nullen. Wie kacke ist das denn? Ja, okay, Vorteil ist aber... Er kann zwar all meine Angriffe immer blockieren, aber ich kann auch seine immer blockieren, wenn meine immer höher sind als du.
Es hat Vor- und Nachteile gerade. Okay, ich brauche eindeutig wieder Heilung. Deswegen mache ich jetzt den hier. Komm schon, Peter. Oha, seine alles Nullen sind weg. Hört das auch irgendwann auf? Oder? Ja, da kommen wieder seine Tonnen. So. Was ist der Scheiß doch? So. Komm schon. Oh nein. Was? So. Das müsste mehr sein. Die er hatte. So, jetzt. Was? Boah. Was? Komm schon. Oh, super. Oh, super. Wir haben ihn noch getroffen. Das war schon härter, der Kampf, muss ich sagen. Besonders, weil er so viele Nullen dauernd hatte, ne? Jetzt haben wir auch die Hook-Karte. Wunderbar. Traum wird wahr. Eine Hook-Karte. Danke, Peter. Wir schulden dir was. Nun, zuerst wollte ich euch das Ganze allein überlassen, aber ich konnte nicht tatenlos zusehen, als alles außer Kontrolle geriet. Allerdings habe ich euch wohl unterschätzt. Ihr habt euch wacker geschlagen. Du, Wendy, wegen London, bist du sicher, dass du es dir nicht anders überlegst? Peter, tut mir leid. Ich möchte wirklich nach Hause. Das habe ich befürchtet. Jeder wird erwachsen. Und Erwachsene vergessen alles. Erst vergisst du, wie es ist, ein Kind zu sein, und danach wirst du mich vergessen. Wie kannst du so etwas sagen, Peter? Ich werde dich niemals vergessen. Natürlich, das denkst du jetzt, aber wenn du an mich denken willst, verblassen die Bilder. Du wirst vergessen, eine Erinnerung nach der anderen. Und bist du erstmal erwachsen, bleibt keine einzige mehr übrig. Sag das nicht! Erinnerungen, sogar wichtige, kommen nicht zu uns zurück, wenn wir es uns wünschen. Das heißt nun aber nicht, dass die Erinnerungen verloren sind. Es ist eher so, als ob sie schlafen. Kommt der richtige Auslöser, erwachen die Erinnerungen und wir erinnern uns wieder. Erinnerungen tief in unseren Herzen verlassen uns nie. Dessen bin ich mir sicher.
Das stimmt, Peter. Nie was. Es ist schon komisch. Alle, die Nimmerland verlassen, vergessen mich und ihren Abenteuer hier. Bei euch aber habe ich irgendwie das Gefühl, dass es anders kommt. Okay, Sora. Wenn du sagst, wir sehen uns wieder, dann glaube ich dir. Oh, Peter. Gehen wir, Wendy. London wartet. Tschüss, Peter. Auf Wiedersehen, Sora. Ich bin gespannt, wie du als Erwachsener aussehen wirst. Das sind wir alle. Das sieht man, glaube ich, nämlich in keinem Kingdom Hearts. Und da fliegt er weg, der Peter. Da fliegt er. Und Naseweiß kommt wieder. Was ist los, Naseweiß? Eine Naseweiß-Beschwörungskarte. Ein Geschenk von Peter? Vielleicht ist er doch nicht so ein rücksichtsloser Typ. Oh. Oh. Ein Geschenk von ihm? Das ist nicht witzig. Er hat einen Mokri auf sich sitzen. Lol. Naseweiß, Stufe 4 erhalten. Leider nur Stufe 4. Wieso? Wieso bist du nicht stärker? Dich weg. Ich glaube, dass so an den Lampen klatschen bringt absolut gar nichts. So, einmal speichern. Und dann stoppe ich die Aufnahme mal hier.